Und Sera, du, verdammt, hast keine Mana-Energie mehr. Dann, wofür habe ich die Walnuss? Jawohl, und jetzt, nein, das war falsch. Sera, einmal zaubern bitte. Dünn, Hallöchen! Wieso kommt die Wand näher? Lehrer, zauber doch mal drauf! Ach, Sera kann direkt nochmal zaubern, gut. Ja, hau drauf! Oh, das war's schon. Okay. Okay, der Feuergolem war zwar etwas schwerer, aber das war ging auch. Doch wohl, das, nee, das ging relativ schnell. Yeah, wir haben die Wand besiegt. Und weiter geht's. Bogenorb erhalten. Ui, ich kann den Bogen erweitern. Muss aber nicht sein. So, jetzt lass die beiden frei. Wenn ihr gewusst hättet, dass ihr diejenigen mit dem Mana-Schwert seid. Ne, wenn ich gewusst hätte, dass ihr diejenigen mit dem Mana-Schwert seid. Ich werde Heidi und Hagen mitnehmen. Ihr könnt ja die Dorfbewohner haben. Halt! Nein! Hagen! Heidi! Ich bin sicher, wir werden uns bald wieder. Sehen uns bald wieder. Bis dann, ihr Hübschen. Ach, Arschkrampe. Na super. Sind die Dorfbewohner jetzt wieder normal, oder? Hey, Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die. Hallo, Schnuckis. Hätte es wenigstens zu Ende singen können. Ich kenne euch doch, oder? Sicher kommt ihr, um mich abzuholen, oder? Nee, eigentlich nicht. Ach, guck mal da, Sir Ronald. Nee, Victor, genau. Victor! Oh, Drake. Tut mir leid. Tantalus hat mich hier festgehalten. Er gehört zum Imperium. Das Imperium versucht verzweifelt, an die Mana-Energie heranzukommen. Warum sie jetzt auch den Leuten die Energie entzieht, weiß ich nicht. Ich vermute, dass Tantalus noch mehr in Schilde führt. Ich ahne Fürchterliches. Wir sollten uns beeilen, das Imperium aufzuhalten. Geht ihr zu Aquaria. Ich begebe mich in den Lava-Tempel. Okay. Warum gehst du jetzt in den Lava-Tempel, bitte? Verstehe das einer? Vielleicht gehen wir auch mal in den Lava-Tempel dann. Jetzt gehen wir erstmal. Der König dürfte jetzt auch wieder fröhlich sein. Da war, hat er gerade so rumgejammert. Aber froh, wenn die Dorfbewohner wieder normal sind. Haha! Hallöchen! Du hast mich letztens so angeschwiegen. Wie kann ich euch helfen? Ja. Wie wohl? Kaufen? Ah. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ich danke recht herzlich. Ah, okay. Dankeschön. Jetzt hat sie eine Ninja-Robe. Okay. Den Helm haben wir ja schon. Und das brauchen wir nicht. Okay. Noch etwas? Ja, ich verkaufe auch was. Und zwar, ja. Das da. Das da. Und das da. Ansonsten. Doch, wartet. Moment. Das kann ich verkaufen. Das kriegen die gleich erst an. Nein, ansonsten nichts. Noch etwas? Nein. Auf Wiedersehen. Okay, dann ziehen wir uns auch mal an. Kleidung. So. Und Sera kriegt auch was an. Kleidung. Nein, das darfst du gerne anbehalten. So.
Jetzt nochmal. Nee, du nicht. Aber Ette, genau. Kleidung. Ihr Ninja-Kleid. Und einmal das. Okay, los geht's. Auf zum König. Warum können wir eigentlich, wenn wir rennen können, können wir doch rennen. Und übrigens, die Musik ist fröhlich hier. Das fällt mir gerade erstmal so auf. Na, König, wieder glücklich? Ach Gott, der ist immer noch am Jammern in seinem Zimmer, oder was? Hallöchen. Hi. Hallo, ich rede mit dir. Ihr habt es geschafft. Endlich ist der Albtraum vorbei. Alles ist normal. Victor hatte recht. Mit dir und dem Schwert. Aber ihr müsst jetzt weiter. Nehmt den Schatz. Er gehört euch. Wir haben diesen Schatz für den Mana-Ritter bewacht. Also für dich. Ah, cool. Wow, 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 das sind ja gleich 6 Schatztruhen. Was haben wir denn da? 50 GM. Yeah. Was haben wir noch? Ja, schüttel immer alle vorher, bevor du es aufmachst. Nochmal 50 GM. Okay. Und. Nochmal 50. Ist da jetzt überall 50 GM drin? Meine Güte. Yeah, Bug. Nochmal 50. Lanzenorb! Wuhu! Das ist doch mal nützlich. Und nochmal 50. Und ui! Schwertorb. Okay. Bedanke mich recht herzlich und gehe wieder. Und da wir sowieso noch einmal zum Elfenteich müssen, zu der Zwergensiedlung. Aber erst gehen wir nach Aquaria. Da hat es Victor ja gesagt. Und danach gehen wir zum Elfenteich. Da, 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 da. Hauptsache, alle sind jetzt hier wieder glücklich. Bin ich auch glücklich. So. Eigentlich könnten wir, da wir gerade hier sind, einmal ratzen. Kratzen und speichern. Kostet 10 GM. Okay, habe ich gerade noch so übrig. Ah ja, und ab ins Bett. Nach einer geschlagenen Wand muss man auch mal ratzen. Jawoll, und alles wieder aufgefüllt. Spiel schon speichern? Klar. Okay. Dann, nach Aquaria geht's, glaube ich, Norden war das. Und, so, ja, wir haben Orbs, wir haben nur Orbs erhalten, also danach kann ich noch nicht leveln. Ehrlich gesagt, nicht schlimm. Ach, was hast du denn da dran? Immer her damit. Okay, was war jetzt drin? Heilkräuter. Okay. Mitkommen, nicht immer hängen bleiben. Ah ja, jetzt können wir hier oben lang. Gut. Abkürzung. Hehe. Weil die Geschosse sind ja wirklich schwach langsam. Ja, komm, Shadow, du auch. Und was haben wir denn da? Noch eine Kiste. Mit Heilkräutern, die zu viel sind. Mal wieder. Okay. Ja, genau, mach kaputt. Eine Vampirtulpe, die kein Gegner mehr ist. Noch eine, auch kein Gegner mehr. Da ich gerade wieder mal beim Wucherkater bin. Dum, 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 dum. Ja, bleib draußen, mal sehen. Hi, Waffi. Brauchst du etwas? Klar.
Da gäbe es einiges. Was denn? Wir handeln. Ich habe tolle Sachen im Angebot. Miau. Ja, die Walnuss, die 1000 GM kostet. Gut, ich habe nur zwei verbraucht. Schokolade und Honig. Keine Ahnung, was es ist, kaufe ich nicht. Nein. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Wenn ich wüsste, was das ist, dann könnte ich ja mir mal überlegen zu kaufen. Aber so, ohne dass ich es weiß, keine Ahnung. Ah, da sind wir beim Wasserpalast. Super. Da gucken wir mal, was Aquaria so macht. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Hallo. Der Mana-Samen des Wassers wurde gestohlen. Ich bin völlig ratlos. Das müssen Sie getan haben, während Frost in Gefangenschaft war. Vom Wasser erfuhr ich, dass Sie den Samen zum Elfenteich gebracht haben. Ich glaube nicht, dass Sie zum Imperium gehören. Bring den Samen zurück. WTF, die haben den Samen geklaut? Heißt das für mich dann auch... Ne, die haben noch Level 2. Aber wo war das befinden? Ja, befinden war das. Da. Ja, Mana Kraft 1. Okay. Also die haben uns den. Ja, ist ja gut. Stopp jetzt. Ruhe. die haben den Mana Samen geklaut. Okay, wer auch immer. Jetzt müssen wir schon wieder zum Elfenteich. Nochmal dahin rennen? Gibt's da nicht wieder so eine schöne Abkürzung mit dem Kanonis? Kostet zwar 50 GM, aber ich hab genug. Ich meine, wenn ich beim Wucherkater mir mal eben Walnüsse kaufen kann. Mach kaputt. Mach kaputt. Wieso lange aufhalten? Macht einfach kaputt. Genau, einfach kaputt machen. Der arme Pogo-Pusche. Hallo. Ich habe ein super Angebot. 50 GM ein Flug. Ja, zum Elfenteich bitte. Zum Elfenteich, wenn das alles ist, auf in die Kanone. Ja, das ist alles. Ja. Komm, schieß mich weg. Ich bin's gewöhnt. Grums. Das macht immer so schön Bumm. Und wir landen wohl auf dem Berg, oben drauf. Autsch. Au. Yeah, wir haben wenigstens noch eine Biene erledigt mit. So, erledigt. Ach nee, wir sind passend gelandet. Okay. Warte mal. Die Diebe sind beim Elfenteich. Das heißt, die müssen noch irgendwie hier rumrennen, oder? Ach, wir gehen erstmal ins Zwergendorf. Lass unsere Waffen aufsteigen. Da der Schmied gerade hier im Ecke ist. Hi! Welche Waffe soll erneuert werden? Wir haben sogar drei. Einmal den Bogen. Einmal das Schwert. Und die Lanze. Dankeschön. So, damit das Level schneller geht,